Moin! Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Resident Evil 7. Wir haben schon eine der Schlangentüren hier endlich mal betreten und brauchen jetzt noch eine andere Tür. Mal gucken wir mal gleich. Hier sind auf jeden Fall die Kreaturen. Ja, ob wir jetzt ruhig sein müssen, ist die andere Frage. Das sind wir aber nicht. Oh, da bist du, Großmütterchen. Schließen wir hier die Tür. Oh, Flintenmunition. Können wir nicht aufheben. Da. Sollen wir dir was geben? Hm? Hast ganz nette Kinder und Enkelin. Ganz tolle Kinder. Fangen uns alle. Oh, was sehen wir denn da? Ein Geheimgang. Hahaha. Lösen wir das Rätsel? Den Zeiger müssen wir bewegen. Dieselbe Zeit wie alle anderen Uhren. Das ist das Rätsel. War das nicht immer irgendwie 5 vor 12 oder so? Nee, das verwechsel ich mit Watchmen oder sowas. Genau. Dietrich. Wunderbärchen. Yes! Sie können jetzt mehrere Objekte tragen. Wunderbar. Ein Schatzfoto? Wo war das denn? Das ist ja nochmal richtig interessant hier. Und wir haben ein richtig großes Inventar. Das ist doch gut. Sieht wie ein Plan für eine Waffe aus. What? Oh, hinten zeigen die uns, wo das ist. Main House, Toilette. Das ist der Granatenwerfer. Ja, und? Den haben wir doch schon. Warum zeigen die uns die Toilette? Und so ein Hirsch? Ja, die haben wir schon, ja. Ja, okay. Kommt leider zu spät. Das haben wir schon. Was heißt leider? Also, hier waren nur noch zwei Sachen, oder? Die wir nicht aufgehoben haben. Nein. Doch? Gibt's da doch irgendwas? Ne, das war im anderen Raum, ne? Richtig. Wir haben jetzt nur zwei neue Slots. Das ist gut. Oh, da war hier noch Munition, ne? Hier irgendwo unten. Hier genau an der Großmutter vorbei. Hier ist Kraut. Oh, was ist das für ein schönes Bild? April 1980. Jack tritt den Marines bei. Rühr dich nicht vom Fleck. Ja, wir haben dich im Visier. Keine dummen Faxen, mein Freund. Na gut, wo ist denn hier eine Uhr? Im Haus. Oh, hier ist eine Uhr. Schnell hin. Die Uhr zeigt 21:45. Also wir gucken einfach mal, dass es und hoffen, dass das wirklich alles gleich eingestellt ist. 21:45. Na, wie bewegen wir denn den Stundenzeiger? Nee! Kannst du nicht sagen, dass wir das... Na gut. Machen wir das so. So, noch ein bisschen. 21:59. Jetzt wird's knapp. Okay. Nicht so laut. Das waren wir nicht. Oh no, oh no. Jetzt geht's rund. Bisschen Licht. Einmal ein bisschen oben gucken, ne?
Kann ja auch mal was auf der Decke sein, wie die Margerite zum Beispiel. Der hat uns schon ab und an mal überrascht. Hier vielleicht was? Und es geht richtig tief. Oh Gott. Oh Gott. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Was ist das, Hirsche? Gott. Was macht die hier auch alles, Leute? Zugangskarte rot. Warte mal, die nehmen wir erstmal noch nicht. Ha, wer weiß, was jetzt gleich passiert, ja? Wir haben ein Arzneimittel. Wir haben verbesserte Munition. Wir haben nichts zum Kombinieren. Das ist schade. Ah, wir sind unten. Nein, da gehen wir nicht lang. Das reicht. Tschüss. Das hat gereicht. So, das ist doch gut. Wir haben keinen Platz. Ha, ha, ha. Toll. Klasse. Was machen wir jetzt? Ich laufe nicht nochmal da hinten hin, ja? Können wir Kraut mit Kraut kombinieren? Wir haben keinen Platz, ne? Ah, das ist ein starker Arznei. Die können wir doch jetzt nicht verschwenden. Leute, 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 warum finden wir so viel? Ich habe hier etwas Nettes versteckt. Schauen wir uns das doch mal an. Sieht aus wie ein Schuppen. Auf dem Käfig liegt ein Schädel. Ich würde sagen, das schmeißen wir weg. Ja. So, einfach mal merken. Vielleicht ist das auch schon hier im Keller. Glaube ich zwar nicht. Aber egal. Nee, durch den Keller gehen wir nicht. Ich kann den Keller nicht ab, Mann. Sorry, aber das geht gar nicht. Nein! Die zwingen uns dazu. Es ist zu. Könnte das Versteck vielleicht im Keller sein? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass da ein Käfig war mit so einem Männchen oben drauf. So, aber wir müssen ja raus. Wenn wir raus müssen, dann müssen wir schön hier lang. Hier geradeaus, rechts. Ja, geradeaus, rechts. Geradeaus, rechts, geradeaus, rechts, geradeaus, rechts. Geradeaus, rechts. Oh, dude! Falscher Weg. Der hat uns schon erwischt. Oh Gott, Dude! Dude! Tot. Ich glaube, wir kämpfen einfach, ja? Wir kämpfen, komm. Schatzfoto ist schon weggeworfen. Wir haben eigentlich schon alles getan. Wir sind im grünen Bereich, ja? Also, unglaublich. Oh, jetzt hätten wir auch das Schatzfoto gar nicht wegwerfen müssen. Toll. Einfach mal nachladen. Hätte es auch getan. So. Hallo. So, und jetzt gehen wir vorsichtig vor. Die Gänge sind einfach auch zu eng, ja? Das ist somit das der Knackepunkt aller ganzen Sache. Fuck, fuck, fuck.
Du Wichsvieh, Alter. Du auch. Oh, oh, oh. Komm her. Wow. Ruhig bleiben. Schöne Links-Rechts-Kombination. Und Abfahrt jetzt. Oh Gott. Das sind die von davor, oder? Wow. Was ist jetzt mit euch? Du. Können wir jetzt aufhören? Das sind, weißt du, da haben sich nochmal die zwei, die wir davor nicht gehabt hatten, haben sich hier nochmal gemischt, ja? War richtiges Inferno hier gerade. Richtig die beste Munition rausgebrettert. Aber verbesserte Pistolenmunition, die ist echt geil. Ist richtig gut, Mann. Was sollen wir mit dem Kinderspielzeug? Und der Arm, der ist ja auch erstmal, ne? Der ist ja jetzt Laterne. Moment. Schlangenschlüssel, brauchen wir den noch? Also hier wird erstmal nichts gezeigt. Wir müssen mal zu so einem Ausrufezeichen gehen, wo kleines Schlüsselloch steht. Und da mal einen Dietrich probieren. Die haben wir ja jetzt. Also, wie dem auch sei. Schlangenschlüssel. Oben. Salon. Nein, nein, nein. 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 Ich würde sagen, weg mit dem Schlangenschlüssel. Ist sowieso gemein, du miese Schlange. Nee, ich habe sogar überlegt, wir schmeißen jetzt die Pistole weg. Aber lassen wir mal lieber sein. Denn, du, das ist echt wichtig, ja? Dass wir hier die Pistole haben. Mit verbesserter Munition geht das recht zicki-zacki ab. Ja, wir haben das eine Schatzfoto weggeschmissen. Wir brauchen das später, ey. Das wäre echt ärgerlich. Brauchen wir das Messer überhaupt noch? Ist halt gut gegen solche Insekten und Kisten. Ja, brauchen wir die extra Kugeln verschwenden für. Ja, wir haben ja jetzt 5 Plätze frei, das ist schon ganz gut. So, Dietriche aufbrauchen, haben wir auch wieder einen Platz frei. Und Abfahrt. Okay, weiter geht's. Kurz die Lage gecheckt, ja, endlich mal wieder oben, an der frischen Luft. Ja, noch sind wir in diesem verstaubten Haus. Hier hat sich bestimmt was geändert, ne? Wir gehen mal hier lang. Das Schlüsselloch, wir prüfen das mal. Vielleicht finden wir dann sogar noch den Schatz. Weil hier könnte ich mir vorstellen, dass hier noch so eine Puppe ist. Nein. Wohnen hier Kinder? Wir wissen es nicht. Oh doch, Evelyn gibt's, der Lukas, wenn man den als Kind zählt, ja. Den gibt es wohl auch noch. Genau. Bin schon vorbeigegangen. Flintenmunition, sehr gut. Gleich mal reinstopfen, das Zeug. So. Das erfreut doch unsere Waffe, ja. Ist hier noch irgendwas? Nee. Gut, genau. Haben wir auch noch den Festbrennstoff mitgenommen? Sehr, sehr gut. Nein. Okay. Also das kleine Schlüsselloch führt uns schon zu solchen Verstecken, wo wir unsere Dietriche benutzen können. Dann mal ab dafür. Ist noch was hier? Ja, unten ist noch was. Psst. Oh nein. Sind hier noch die Gegner? Hey, Kumpel. Denk dran. Die beiden Zugangskarten
Lass mich mit Mia sprechen. Nein, nein, nein. Du musst dich erst bieten lassen. Du hast doch nicht vergessen, wo die Party ist, oder? Du kannst vom Hof aus reinkommen. Also komm schon, Mann. Alle warten nur auf dich. Das ist wohl ein ganz toller Spaßvogel, wa? Ein ganz toller bist du. Wollen wir da hinten mal den Dietrich benutzen? Ich habe irgendwie das Gefühl, es lohnt sich nicht da hinten. Was? Ich könnte mir so vorstellen, hier sind wieder Gegner, ne? Könnte ich mir so gut vorstellen. Einfach mal. Du musst hier zwar nicht hin, aber um dich nicht sicher zu fühlen, packen wir einfach mal noch so eine Handvoll Gegner hier rein. Damit es dir nochmal so richtig dreckig geht. Und dann... Oh Gott! Und die sind hier! Was machen wir hier überhaupt? Wir müssen hier doch gar nichts tun. Mann, vergeude ich noch Munition für euch, um eine Schublade zu öffnen, wo dann 10 Pistolenkugeln drin sind oder so. Nee, nee, lass mal lieber. Wir gehen mal hier lang. Aber für dich, mein Freund, für dich habe ich was Besonderes. Oh, Dude. Oh, lass mich rein. Huhuhu. Leute, okay. Den Dietrich behalten wir. Hier nochmal speichern. Ja, ich bin ein kleiner Schisser, was das angeht. Und ja, wir sind ja immerhin ein bisschen weitergekommen, haben ein paar Sachen eingesammelt. So, wer möchte hier? Ja, wer hat noch nicht? Wer will noch? Alter. Die Musik. Wie das hier pocht. Komm schon, komm schon. Ach so. Oh, yes. Wir sind... Ach, Quatsch. Wir müssen nach oben gehen. Ich dachte schon, hey, sind wir gerade runtergegangen? Ja, was haben wir hier? Oh, ein bisschen. Was ist das, Junge? Der steht auch auf Goa und Psychedelic. Oh, E.T. Play. Let's play. Oh yes. Ich wäre ja voll dafür, bloß. Du verstehst unter dem Begriff was anderes, was? Dude. Oh. Probst du gerade oder was? Mir fällt ein, wir haben doch eine Kassette. Wir haben eine Kassette gefunden, aber wir haben sie nicht eingesammelt, richtig? Richtig. Ist das Lucas oder Arnold? Zur Zeit, bevor mein Vater dich gefunden hat.
Nicht jeder will die Zeit zurückdrehen. Also, Ethan? Ethan? Du kannst so viel du willst unter dem schmutzigen, vergammelten Haus kriechen und nach den Materialien suchen, aber du wirst verdammt nochmal nichts finden, Ethan. Du willst das Serum herstellen? Oh, Baby. Da musst du an mir vorbeikommen. Hörst du mich? Na komm schon, Ethan. Was sagst du? Hm? Scheiße! Oh, die Tür hat sich geöffnet. So, unser Ethan, der ist schon durch einen Haufen Scheiße gegangen, ja? Da juckt mich doch jetzt nicht hier noch so ein Arnie oder ein Lukas oder wie auch heißt man. Verdammt, wie heißt der? Und warum hat er von Evelyn gesprochen? Die ist doch schon, die ist doch verrottet und tot. Oder denkt er etwa, dass sie lebt? Moment, ist das der Raum, der ich denke? Das ist eine Falle. Alter, das ist eine Falle. Spezialmunition. Wunderbar. Können wir das? Ist da jemand? Nee. Geschafft. Okay. Wow. Ist das Mission Impossible hier? Was baut er denn hier für Fallen noch auf, ja? Ganz normale Pistolenmunition? Nee, das ist die verbesserte, ne? Nee. Okay. Das kriegen wir auch hin, ne? Aber haben wir hier noch was? Nein. Okay. Ah, da ist das. Ha! Gut. Immerhin haben wir den Schatz gefunden. Wir müssen uns jetzt nicht die Location merken. Ein Reparatursatz. Leute, wir können die defekte Pistole reparieren. Ja, das ist das Beste überhaupt. Oh. Oh nein. Moment. Wir müssen eigentlich nur das. Wenn wir da drauf schießen, sind wir dann tot? Nein. Ist doch toll, nicht? Richtig toll. Du Spinner, Mann. Wir kriegen die auch noch. So, pass auf. Wir bauen uns noch... Basteln uns noch eine richtig coole Pistole. Was ist das? Warum ist es hier so dunkel? Warum liegt da Stroh? Okay. So. Na, ich will einfach nur in den Wohnwagen rein. Das war eine Falle. Wir haben ein starkes Arzneimittel. Ich sehe nichts, Leute. Ich sehe nichts. Wenn jetzt hier irgendwo eine Schnur sein sollte. Ah, hier ist eine. Zwei sogar, ne? Ja, dann müssen wir eine auf jeden Fall vernichten. Gut, ist hier noch Pistolenmunition? Nein. Sei vorsichtig, die beißen zurück. Mmh.
geschafft. Eigentlich ist es schon praktisch, alles kaputt zu machen, damit man sich hier sicher fühlt. Und auch mal wegrennen kann. Hey, ruhig bleiben. So. Oh, M19-Pistole. Eine relativ kraftvolle Pistole. Sie ist in einem schlechten Zustand, aber scheint auch brauchbar zu sein. Was verschießt die denn? Ich will die ausrüsten. So? Ja, so haben wir es gern. Hä? Moment. Okay. Ja, die benutzt ganz normale Pistolenmunition. Oder nur verbesserte. Nee, normale Pistolenmunition. Sehr cool. So. Und jetzt brauchen wir noch was. Wir haben halt so viel Quatsch im Inventar. Festbrennstoff brauchen wir nicht. Wir haben genug Brennstoff. Arzneimittel. Ein mittleres wäre ganz gut. Können wir hier die erstmal... Können wir die entladen, die Pistole? Können wir nicht, ne? Wir tun sie trotzdem mal weg. So. Was sollen wir da eingeben? Ich weiß. Scheiß Passwörter, was? Probier doch mal 0814. Nein. 0621. Nein. Es ist 0514. Na komm schon. Versuch's mal. Man weiß nie. Ah, glaubst du, ich habe mir jetzt alle gemerkt? 0614? Ach, weißt du was? Bevor wir das... Was passiert hier? Dude. Das war eine Falle, was? Moment. 0514? Was? Na. Das muss doch irgendwo... Ich muss das Passwort herausfinden. Ja, und wie? Ja, okay, alles klar. Es sieht so aus. Hahaha, okay. Weiter geht's. Natürlich war das eine Falle von ihm. Wer hätte es anders gedacht? Und, ja. Kann ich die hier bedenkenlos kaputt machen? Oder nicht? Ah, Dude! Woher soll ich das wissen? Aber da war was drin. Dann nehmen wir doch jetzt das starke Arzneimittel. Führt das zum gleichen? Ja. Weißt du was? Wir machen das so. Ach. Jetzt auf einmal nicht, ne? Wir schauen uns die Gegend mal hier genauer an. Man weiß ja nie, was der Typ hier noch alles im Schilde hat. Oh. Oh Gott! Verpiss dich! Da ist eine Falle!
Wir konnten gerade nicht flüchten. Das Ding wäre da auch locker durchgekrabbelt, ne? Oh, wir sind in der Scheune. So, damit das ja nicht mehr stört. Oh. Hi. Die hat sich nicht ausgelöst. Da geht ganz schön viel Munition bei Flöten. Warum? War das zu nah? Oh! Roter Bereich. Dabei waren wir so gut am Anfang. Ey, das kann doch nichts. Ja. So ein Mistkerl ist das. Antike Münze und Steroide. Also es hat sich schon irgendwie gelohnt. Aber wir sind jetzt ziemlich am Arsch, ja. Erhöht Gesundheit maximal. Rein damit. Ach, und heilt mich auch noch. Okay, das ist ja super. Wunderbärschle. Ist doch fein. Ah, Flammenbrennstoff. Oh, der Flammenwerfer ist nicht so gut, finde ich. Das klingt nach fiesen Gegnern. Und ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Oh! Fuck. Komm. Hier kannst du schon mal speichern. Das ist doch schön. Okay. Mein Mauspad ist ja fast vom Tisch gerutscht. Ja, immer Rückzug, immer Rückzug, immer nach hinten ziehen. Und weg ist das Ding. Wir haben den letzten Film nicht gesehen. Das ist schade, oder? Aber scheint ja wohl keine Bedingung zu sein. Haben wir den vielleicht in die Kiste getan? Mia? Einmal der Film? Nee, den haben wir nicht aufgehoben. Der ist aber noch im Haus selbst drin. Das heißt... Kein Problemo. Früher oder später. Flammenbrennstoff. Weißt du, ich hätte schon Bock auf so einen Granatenwerfer. Da haben wir aber kaum Muni für, ne? Kriegen wir denn überhaupt noch Muni für? Ey, und was sollen wir damit machen hier? Also wir haben den Arm... Tun wir mal in die Kiste jetzt. Ohne Witz, das ist ja... Flammenbrennstoff. Hier können wir verbesserte Munition vielleicht machen. Und das auch noch mit unserer neuen Pistole. Ist schon ganz cool. Aber was sollen wir denn? Also mit... Ich bin mir nicht sicher. Verdammt. Wir nehmen das Kraut mit. So. Schießpulver haben wir so viel, Mann. Noch eine Münze, dann haben wir die Mag. Krass. Weißt du was? Wir tauschen mal den. Na. Wir müssten ja jetzt schon eigentlich Munition für den Granatenwerfer kriegen können, weil wir haben den ja schon. Oder sollen wir den mitschleppen, um Munition zu kriegen? Das ist jetzt die Frage. Wir nehmen den mal mit. Ja, wir nehmen den mit. So, wir tun den Flammenwerfer mal weg. So, wunderbar. Können wir nicht kombinieren, ne? Nee. So, dann die Spielzeugaxt hier nach oben. Okay. So, 5 Plätze frei. Sollte erstmal reichen.
Jo. Keine Pistolenmunition mehr. 9 Schüsse sind auch in unserer alten Pistole drin. Toll. Okay, nochmal speichern. Ja, und das war's dann auch in dieser Folge. Wir sehen uns dann im nächsten Part Resident Evil 7. Wirklich geschmeidig bleiben bis dahin und wir schauen dann wahrscheinlich auch mal ein kleines Kassettchen an, wenn wir eins finden sollten. Bis dann.